So, heute stellen wir wieder eine Ape vor, und zwar eine TM diesmal, und zwar vom Andreas. Hallo Andreas. Ja, hallo. Schönen guten Tag zusammen. Und das ist mein Schätzchen. Ich habe lange mich gefragt, ob ich mir eine solche Ape mal zulegen sollte, aber da ich sehr lange schon Italien-Fan bin, habe ich gesagt, du musst es einfach, musst dich trauen. Und die habe ich jetzt seit August letzten Jahres, also seit 2021. Fahre die regelmäßig hier in Düsseldorf und Umgebung und habe damit auch schon so über 5000 Kilometer zurückgelegt. Sehr gut, sehr gut. Dann würde ich sagen, fangen wir direkt an. Mal gucken, was du Schönes schon gemacht hast. In der kurzen Zeit vor allem. Du hast, wenn du sie so kurz erst hast, hast du auch schon einiges gemacht, ne? Ja, das heißt im Prinzip, da kommt ja so 20, 30, 50 Kilometer schnell am Wochenende zusammen. Rausfahren, eine Wanderung machen in benachbarten Städten, das geht schnell, genau. Und dann hat man immer einen Grund, das zu machen. Ich fahre meistens mit meiner Frau, sie ist ja für zwei Personen geeignet. Und ihr fahrt dann auch zu zweit? Wir fahren auch zu zweit. Ja, das ist natürlich Luxus, ne? Das haben wir, kleinen Ape-Fahrer haben wir ja nicht, sowas. Jetzt kenne ich mich wirklich mit TM eigentlich gar nicht aus, das ist nicht mein Fachding. Wie schnell fährt denn so eine TM? Also eine TM fährt maximal 65. Und die brauche ich auch. Ich bewege sie in der Stadt, in der Düsseldorfer Innenstadt. Ich fahre auch damit im dicksten Stadtverkehr und sie hält sehr gut mit. Also Tempo 30, kein Thema. Tempo 50 in der Stadt ist kein Thema. Die Beschleunigung an der Ampel ist auf. Ist nicht die allerschnellste, aber wenn die einmal im Zug ist, dann geht's. Ja. Ja, ich habe sie mir ein bisschen auch ausgestattet, dass sie gemütlich ist. Man sieht es ja, Teppichboden. Ich sehe schon, du hast ja wirklich Handyhalterungen und Handyhalterung, kleine Fächer. Die Halterung in der Mitte beispielsweise hält ein altes Handy fest, was ich dann umfunktioniert habe in eine Rückwärtsfahrkamera. Ah. Das heißt, das ist der Empfänger. Ich sehe mit dem Kasten da genau, was hinter mir ist. Und die linke ist eben für das eigentliche Handy, wenn es mal sein müsste. Zum Beispiel als Navi. Sehr gut. Das ist vielleicht das Spezielle an der Ape. So, ne? Ich bin kein Bastler, muss ich sagen. Ich habe es mir etwas bequem gemacht und ich habe die ganzen Halterungen in diesem Fahrzeug befestigt mit Magneten oder mit Doppelkleber. Und da ist also nichts, was die Batterie zusätzlich belastet. Ja. Sprich, also das Autoradio und andere Komponenten werden über Powerboxen betrieben. Powerbanks heißt das. Hast du das auch ja, eine Bluetooth-Box hast du auch da. Habe ich auch Bluetooth-Lautsprecher. Das ist auch wichtig eigentlich. Ja, hier hast du extra für den Kopf nochmal. Ja, da habe ich die Rückbank rausgeschmissen. Die ist mir ein bisschen zu unbequem gewesen. Ach, da ist normalerweise eine Rückbank. Da ist eine Rückbank drin, nur die Lehne drückt ein bisschen sehr nach vorne. Und das habe ich einfach durch stinknormale Isomatten ersetzt, wie man sie so für Gymnastik nutzt. Ja, jetzt sehe ich, hier da ist oben ein gibt es auch Fenster. Eine Lampe. Gibt auch Zusatzlampen, die sowas bekommt man bei Amazon, ist jetzt keine Schleichwerbung, die man über Powerbanks auflädt. Ja. Und dann hat man also noch ein zusätzliches Licht. So ein Schminkspiegel für meine Frau habe ich angebracht. Sehr gut. Jetzt sehe ich, du hast ein Fenster. Ja. War da eigentlich kein Kasten drauf? Das ist absolut, nein, doch, das ist tatsächlich so. Auch beim Kastenmodell wird dieses Fenster immer gemacht. Echt? Das ist einfach Standardproduktion. Man muss es sagen, ich fahre viel nach Italien. Ich würde sagen, 95% der Apen sind keine Kastenfahrzeuge, sind Kutschenfahrzeuge. Da hat man einfach gesagt, okay, Kasten, ich mache nicht noch ein extra Ding, ich lasse das Fenster und setze den Koffer drauf. Ja. Ja, bei der kleinen Ape ist es tatsächlich so, dass von Modell zu Modell ist das nämlich unterschiedlich. Ja. Wenn ein Kasten drauf ist, haben die kein Fenster. Ja. Und bei der TM ist immer ein Fenster. Das ist, habe ich auch wieder was gelernt. Und wahrscheinlich meine Zuschauer alle auch, weil die gucken meistens. Also die TM hat 11 PS, 8 kW. Mhm. Höchstgeschwindigkeit ist 65 Stundenkilometer. Und der Verbrauch? Sie ist theoretisch autobahntauglich. Ich würde es aber nicht raten. Nee, das ist sehr mutig auf jeden Fall. Aber durchaus damit Ausfallstraßen, also auch größere Straßen. Ja. Der Verbrauch ist sehr schwankend. Also die säuft schon. Das muss man sagen. Das kann auch mal locker auf 9 Liter hochgehen. Oh. Je nachdem, es kann zwischen 6,5 und 9 Liter schwanken. Ja, also 6 schaffe ich auch, aber 9 ist schon sportlich. Ja, also so im Schnitt 8 braucht sie schon. Die TM ist also
Ist kein billiges Reisemobil. Kann da. Kann man so sagen, ja. Aber gut, man muss sich auch mal was gönnen halt. Ist natürlich. So von außen ist eigentlich alles original, ne? Bis das auf die Aufkleber. Richtig. Sie sieht doch relativ neu aus, weil sie auch das letzte Modelljahr ist, 2016. Ja. Seit 2016 wurden die nicht mehr produziert. Also ganz jung eigentlich. Ja. So, wollen wir mal zum Herzstück, weil du hast ja etwas ganz Tolles eigentlich an der Ape. Sollen wir mal nach hinten? Ja, gerne. Willst du mal zeigen? Und du bist PC? Ich bin PC-Lehrer. PC-Lehrer? PC-Lehrer und Techniker. Also auch als Werbemodell ist die sehr gut geeignet. Ja. Wird immer drauf angesprochen. Und besonders schön finde ich das in der Stadt. Und du kommst aus Düsseldorf, ne? Ich komme und wohne in Düsseldorf. Also wenn jemand mal richtig da Hilfe braucht, genau. Und einen ehrlichen Apefahrer da um Rat fragen will, da bietet er hier an. Sehr gut. Ja, wir sehen schon hier direkt, warte, bevor du aufmachst. Ja, jetzt hast du schon. Also ist roll das hoch. Ein Fenster. Ja, also er hat. Haben Sie mir ein bisschen auch hier etwas gemütlich eingerichtet. Das heißt. Die ist gedämmt. Geht also warte kurz. So warte mal kurz. Erstmal den Knatter rein vorbeilassen. So, weil sonst hört man dich nicht so gut. Ja. So, jetzt können wir weitermachen. Also die Ape ist komplett gedämmt. Da ist auch, das war ursprünglich, war das Styroporplatten. Die habe ich ausgetauscht durch Isomatten, ja. Zurechtgeschnitten. Dann um der Schönheit willen habe ich das noch ein bisschen beklebt mit Folie aus dem Baumarkt, die so Marmorimitation ist. Das Fahrzeug ist teilweise vom Vorgänger eingerichtet worden, was die Ablageflächen angeht. Die sind ganz gut eigentlich. Hat er sehr gut gemacht. Hat alles in Helmarbeit gemacht. Hinten rechts sieht man sogar eine Minibar. Ist sehr liebevoll auf jeden Fall. Und da oben, oberhalb des Daches, da, weil der damit auch gelegentlich campen gewesen ist, ist auch Platz zum Beispiel für weitere zwei Isomatten und Schlafsäcke. Ach, da kann man aufmachen? Das könnte man aufmachen und da ist also auch in der Tat Material drin. Ja, sehr gut. Und kannst du hier... Eine Lampe, eine zusätzliche Lampe. Ja. Kannst du hier gerade liegen? Ich bin 1,84 groß und die Ladefläche ist 1,77. Ah, okay, also ein bisschen. Es geht, ich kann sie ausklappen. Mhm. Und ich habe, es gibt von einem bekannten französischen Konzern gibt es ein Vorzelt, was genau um diese TM passt. Ja. Das habe ich gekauft, das heißt, ich fahre dann wie in Hast du da ein Foto, rein. Wo du das... ja, zufälligerweise habe ich das. Kannst du mir nachher mal schicken, dann blenden wir das jetzt, blenden wir jetzt hier ein. Ja. Gut, dann tust du damit dann auch richtig quasi campen. Ich habe es bisher, ja, ich bin nicht der Camper schlechthin, aber ich habe es einmal ausprobiert im Frühherbst und es war wunderbar. Hat Spaß gemacht. Glaube ich gern. Ist also durchaus ich gern. Möglich. Dann sind auch natürlich die Unterlagen drin, was weiß ich hier, Tisch und Campingstühle. Und Heizung hast du aber keine. Heizung hat die TM nicht. Nein, auch vorne nicht, vorne, oder? Vorne, das ist so ein Hebel halt. Also ein Wärmetauscher wahrscheinlich. So kann man sagen. Ja, da wird die Luft irgendwie vom Auspuff in das Fahrzeug geleitet. Und ist das gut, oder? Nee, riecht nicht so gut, aber sagen wir mal so, mit halbwegs gescheiter Kleidung braucht man die Heizung auch nicht. Hm. Also ich bin die auch letztes Jahr das ganze Jahr durchgefahren. Januar, Februar. Das geht. Nicht schlecht. Und hast du noch irgendwas vor, was du noch machen willst an der Ape? Oder ist die so für dich schon perfekt? Ist die mehr oder weniger komplett jetzt. Ist komplett? Ja. Ich habe manche gesehen bei der TM, die machen sich zum Beispiel oben noch so einen Koffer drauf. Ja, das ist klar, aber die steht bei mir in der Tiefgarage. Ah. Und man muss natürlich die Einfahrhöhe beachten, die ja in der Regel 2 Meter ist. Sie ist standardmäßig 1,78 hoch. Ich habe tatsächlich bei meiner Garage auch schon Probleme. Mhm. Ich habe ja auch da diesen Dings drauf und wenn da meine Reise, als meiner. Ja. Wenn da noch ein Koffer drauf ist als Deko, ich tue so alte Vintage-Koffer drauf, geht nicht mehr in die Garage. Ja, da ist Platz für Koffer ohne Ende hier. Ja, sehr schön. Dann, was hast du hier? Ach, sehr gut. Habe ich auch überlegt, ob ich das mal mache.
Und du hast einfach hier ein Loch reingemacht, ja? Ja, das habe ich gemacht, hat der Ape Spezi gemacht. Der ist, bei dem ich die immer in Erwartung habe. Ich hätte gesagt, ich hätte gerne was Abschließbares. Das ist natürlich radikal. Ein langes Bügelschloss. Direkt durch. Das ist natürlich radikal. Arbeitet aber wunderbar. Ich ziehe den Bügel ab, dieses U, und dann kann ich da rum. Da kommt mir keiner ran. Das ist natürlich gut. Und natürlich, was man. Ist das Öl? Das ist, ist das mischt sich das zusammen. Die mischt auch. Also einen Sprittank auf der linken Seite und einen Zweitaktöltank auf der rechten Seite. Ich hätte gedacht, das ist schon wie beim Auto, aber die ist auch Zweitakt. Also das kommt auch ein Zweitakter. Klingt auch so. Interessant. Aber hat ein großes Kennzeichen natürlich. Oh, der Motor ist auch um einiges größer. Soll auch bei den neueren Modellen soll angeblich auch ein Katalysator haben. Naja. Aber sieht auch sehr ordentlich aus, die Ape noch. Also, macht auch viel Freude. So, freut mich, dass du uns mal deinen Ape vorgestellt hast. Gerne. Und vielleicht sieht man sich mal auf der Straße. Genau, würde mich freuen. Okay, tschüss.